Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute einmal in Gold, auch wenn die Scheinwerfer richtig warm sind hier drinnen. Mal langärmlich, aber sieht doch richtig nett aus. Wir sprechen über Varus und sagt mir auch was, mir hat der Name was gesagt, dann muss ich überlegen. Und Skaldenfest 2 2016, Biehof Würzburg. Dann war mir alles klar gewesen. Diese Band hat eine neue Scheibe rausgebracht, A New Dawn. Und die ist richtig Hammer. Wir haben jetzt 9 von 10 Punkten vergeben für Symphonic Folk Metal. Das Ganze erschien am 27.06. beziehungsweise erscheint noch am 27.06. Ja, und was wir dazu zu sagen haben, das erfahrt ihr jetzt. Varus haben auf jeden Fall ihr Meisterwerk veröffentlicht. Vom melodischen, Atmosphäre erzeugenden Intro geht es gleich mit dem Opener The Awakening los. Vom Nackenbrecher, Ballade bis zur Hymne ist alles vertreten, was ein Metalherz so begehrt. Voller Energie und Kraft fliegen einem die hitverdächtigen Hymnen um die Ohren. Das anschließende Dränk dein Herz und A New Dawn, der Titeltrack, kommen mit unheimlich mitreißenden Riffs, einem bombastischen Sound und einem Konstantin Raab in Höchstform. Der besagte Titeltrack A New Dawn ist so eine Metal-Hymne geworden, dass sich der Kauf dieser Platte schon allein wegen dieses Songs lohnen würde. Neben dem Song Ascheregen gibt es aber zum Beispiel auch Ein Lebewohl, welches Flötenparts enthält, die mich voll mitnehmen. Der Track Wandel der Zeit liegt in dem Mittempo-Bereich und durch den Rhythmus muss man einfach mit dem Kopf oder Fuß mitwippen. Besonders zu erwähnen wäre hier das Keyboard, das dezent 70er Jahre Groove mit einstreut. The Minstrel's Chant basiert auf recht ruhigem Gesang und prägnantem Flötenspiel, das immer wieder für einen Schauer sorgt, der mir gewaltig über den Rücken läuft. Hier, aber auch in jedem anderen Song, wird Melodie ganz besonders groß geschrieben. Weiterhin greift man auch in die Eposkiste und zaubert mit Die letzte Schenke einen unheimlich charismatischen Titel hervor. A New Dawn glänzt somit vor allem durch Facettenreichtum, hitverdächtigen Refrains, einen bombastischen Sound und grandiose Riffs. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.